Und es kann losgehen. Es kann losgehen. Ja. So, letzte Station. Das war das. Dass wir jetzt nicht viel wissen. Uwe gegen. Ja, oh ja. Ja, oh, GG, ne? Ist das nicht ein voll scheiß Matchup für Sheik eigentlich? Für Sheik wahrscheinlich, ne? Ne, du bist halt Peach? Früh tot, ne? Eben. Aber die Futsal-Kombos sind schon mal ein Point. Alter. Zwei Downs okay. Erstmal. Ein bisschen Pressure auf jeden Fall. Ja. Stage Control ist irgendwie gerade nicht so am Point. Beides nur in der Luft. Boah. Air Control ist das hier in diesem Matchup. In diesem Matchup ist das alles Air Control, keine. Oh, jetzt. Wir brauchen Control. Nein, ist schnell vorbei. Oh, der Becker. Das war ein Forward, ja, ne? Und sieht's. Ah, das Schwert macht das schwer auf jeden Fall. Und mit auf jeden Fall viel mit Downer arbeiten. Becker, jawohl. Ja, Bread and Butter Combos, ne? Mhm. Oh, der sie. Ah, ne, es war kein. Boah. Ich weiß gar nicht, was Peach macht, Alter. Ich hab gehört, der Nitro Air ist irgendwie Frame 5, also übertrieben schnell. Von Peach. Mhm, aber das auch oh, mit dem Counter. Nein, Quatsch. Ah, knapp aber. Boah, der Snipe. Das wäre ein Snipe gewesen. Boah, das auch jetzt der Counter. Der killt auf jeden Fall an der Kante jetzt. Oh, ja, ist ja eine Forward. Hier. Every Smash Attack, ne? Aber der Becker. Oh, schön Offstage halten, wobei. Oh, nein, sehr hat halt sehr 10.000 schön. Jumps ungefähr. Mhm, ja, Dodge kam nicht raus. Genieb. Er hat in dem Eier natürlich gegeben. Aber eigentlich sind beide gerade bei Killprozent. Metanet muss einen Dash-Attack landen. Ab. Oh, der Seedrop. Sehr spannend. Tech gemisst. Und der Backthrow nimmt es. Was ist ein Killpro? Wie viel war das? 150%? Ist das ein Stitch? Ne, das ist einfach nur ein normaler, oder? Das Floaten, das macht natürlich schwer für Metanet einen Dash-Attack zu landen. Oder gerade auf den Griff. Was halt gerade das Neutral ist von Meta Knight. Die Floatiness macht ja, bestimmt auch die Kombos nicht so einfach. Wolfen ist viel in der Luft unterwegs, obwohl Meta Knight auf dem Boden am besten seine Kombos macht. Ja, aber ja, er kann halt schlecht Peach angreifen, ne? Im Boden, genau. Aber er recovert immer mit Sidebeat. Das hat Robin vorher schon ganz gut mit. Robin. Ganz gut vorher schon mit dem Neutral B gepunished. Ja. Der Stack, Upper Strings, ja. Oh, Neutral Air, mit dem Neutral Air, sehr schön. Erstmal schön warten, damit man vielleicht noch einen Timeout machen kann. Man weiß ja nie. Ah, also wieder in der Luft, ne, das ist halt blöd für Meta Knight. Richtig viel in der Luft, sehr schlau von ihm. Ich glaube, die beiden kennen sich auch. die haben schon oft miteinander gespielt, das sieht man auf jeden Fall. Der Down Smash. Mal sehen, ob was steht. Ja. Upper Swing. Rage. Ja. Aber nur kann ich mal so viel Rage. Also, ja, unfortunate, ne? 20%, so viel ist das jetzt nicht gewesen. Was ist das? Unfortunate, ne? Für Peach, warte, wie ging das jetzt mit den Punkten? Mach das mal. Ein Grab gelandet. Warte, Ruben hat gewonnen. Das ist Spieler 1, ne? Also, Spieler 2, aber irgendwie auf der linken Seite. Das ist ein gutes Ein. Mal sehen, was das Counterpick jetzt ist. Smash will. Ja, wahrscheinlich 10 Punkte, ne? Smash will. Es fängt ähnlich an. Oh, er hat einen Stitch. Beide wieder nur an der Kante. Ist das ein Stitch-Face? Nee, oder? Nee, doch nicht. Sonst hätte es ja nicht einfach weggeworfen. Die haben halt, selbst die normalen haben irgendwie 4 verschiedene Gesichter oder so. Das verwirrt schon ziemlich, wenn man jetzt nicht so oft gegen Peach gespielt hat. Der Jumpstart. Die einfach so in der Plattform floatet. Das würdest du ja super so finden. Knapp. Sehr gut. Ja, Bread and Butter Combos, ne? Jede Dash Attack warten schon. Ich versteh die ganzen YouTubies nicht, wenn er mit Down B recovered. Vielleicht erwartet er das mit Down B recovered? Oh. Ja, die Smash Attack ist dies. Das hab ich vorhin erlebt. Schon ja. Oh, das kann's wieder sein. Oh, knapp. Gut zu die Eier, ja, auf jeden Fall. Das Up B, das ist natürlich durch die Kante durchguckt. Dash Attack gepunished. Weil sonst nicht schnell genug. Der an der Kante, der will sein. Ein Becker. Aber ja, der Float ist noch auf jeden Fall da. Abi für Damage. Auf jeden Fall gut. Dann killt auch bald wieder der Backdoor. Jetzt mal sehen, ob der Forward rauskommt. Ja. Das war ein Downtilt. Downtilt kommt wohl eigentlich ganz gut mal in. In die Dash Attack. Hochgeworfen. Oh. Gutes Play. Viele Sachen passieren gerade. Oh, hat gereicht. Was war das? Ein Becker?
Und er kannte direkt Falcon Leute. Ja, bei 100% gilt der Forward Air. Ja. Der Forward Aerial, ne? Forward Aerial. Wer kennt's nicht? Ja, macht's halt wieder schwer, für Metana zu approachen, ne? Der Peach. Die Downer ist die ganze Zeit? Ey, ist hart am Campen. Kannte die ganze Zeit. Oh, der macht doch guten Schaden. 15% war das, glaube ich, gerade. Die Footstools. Wozu landen, wenn man Footstools hat, ja, ne? Um Meta Knight nicht den Space auf der Stage zu geben. Ja, das ist wichtig. Ich bin in den Luftkämpfen. Aber er wartet immer zu lange an der Kante. Er muss irgendwie schneller wieder auf die Stage. Der Recovery ist einfach zu schnell. Ja. Kann von der Kante nicht viel machen. Und hat starke Hitboxen. Oh, groß, sehr schön. Oh. Ja, versuchen wir den New to Air das zu schließen. Aber 69%. Sehr, sehr stark. Das kann jetzt eigentlich nur in eine Richtung. Okay, nevermind. Der Wall Read. Schöner Read. Schöner Read. Sehr schön. 2-0. Ja, die Frage ist jetzt, Reverse Trio. Wie stehen die Chancen? Also ich finde Robin sehr sympathisch, deswegen, ich würde es ihm gönnen. Beide sehr sympathisch, das macht halt. Ja, hier wird unsere Profikarriere warten. Ich habe, glaube ich, gerade den Ofen angemacht. Das ist ein Geschirrspüler, glaube ich. Ich habe den Geschirrspüler angemacht. Warum dachte ich, okay, gut. Okay, weiter geht's wieder auf Smash, ne? Oh, sehr schöne Combos an Mann zu fahren. Der Dragdown mit dem Back Air. Der Reset. In Reset, Down Throw, Up Airs. Aber er geht nicht auf Stage, er traut sich nicht. Bestimmt, ja. Aber man will auch Peach nicht auf Step punishen. Der hat halt das New 2B und halt immer noch eine gute Recovery. So. Aber gegen das Down Throw Back Air versucht immer sehr, kann man halt nichts machen. Ah, da kam der Griff nicht schnell genug. Schön die Alt. Versucht immer schön. Okay. Weiter mal zu. Das war gefährlich. Edgeguard. Das war gefährlich, wenn. Mit Peach musst du zur Kante gucken, damit sie greift. Aber vielleicht wollte er auch, dass es angreift. Na, das kann sein. Ja. Ah, Nutri, ja. Nutri, sorry. Nutri wird da jetzt, glaube ich, nicht so viel bringen. Hä, das würde auch gehen. Das ist nicht Boy, Mann. Ja. Ah, gut. Da war der Api. Ja, so schnell geht's. Er kann das echt gut mit dem. Das ist echt. Ich hab gegen Rufen gespielt. Ich hatte keine Chance. Was? Ich bin jetzt auch nicht der Beste. Roman ist deutlich besser als ich, aber ich hatte keine Chance. Aber wieder der Kante unterwegs. Ja, wirklich. Nee. Forward Smash? Es steht 2-0 für Rufen. Ich zählt. Ich habe das Gefühl, ich mache die ganze Zeit das Gerät an. Oh, ist das ein Stitch Face? Ich glaube, das war ein Stitch, oder? Ein bisschen wasted, aber. Echt? Der Stitch Face ist doch mit den. Aber der hat die Locke nicht weggeworfen, weiß ich. Ja, nicht. Kann sein. Da war einfach gemisst. Da war ein bisschen zu hoch. Oh. Aber es, das gesamte Spiel. Die Frame Traps. Die sind halt kaum im Nutu. Also das Nutu befindet sich eigentlich nur in der Luft. Robin. Ja, ah, das war's. Yo. In der Luft ist Meta Knight auf jeden Fall dabei. Schön noch das machen. Ja, GZ rufen, sag ich nur.